So, meine Damen und Herren, lassen Sie uns damit einsteigen in die erste Aktuelle Stunde im Tagesordnungspunkt 2 zum Thema Sanierung der Königsbrücker Straße endlich umsetzen, Maßnahmen zur Beschleunigung und Realisierung. Einreicher ist die Fraktion Die Linke. Bitte schön, Herr Ratz. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Normalerweise wird eine Aktuelle Stunde nicht mehr aktuell sein, wenn sie erst 3 Monate nach der Einreichung stattfinden kann. Wir haben sie das letzte Mal schon vertagt, aber bei dieser Aktuellen Stunde ist alles anders. Sie kommt einerseits viel zu spät, aber andererseits rechtzeitig. Warum kommt sie zu spät? Wir hätten viel früher in Sachen Königsbrücker Straße Planfeststellung, Erörterung, Anhörung, Baugenehmigung, Druck machen müssen, damit die Behörden sich hier schneller bewegen, damit wir schneller zu Baurecht kommen. Und rechtzeitig kommt sie, weil trotzdem inzwischen schon wieder 4 Monate verstrichen sind, seitdem wir das Thema auf die Tagesordnung in der Stadt gehoben haben, wir immer noch feststecken im Genehmigungsverfahren und bestürzenderweise auch die Genehmigungsbehörde, die Landesdirektion, nicht in der Lage ist, einen Termin zu benennen, wann wir denn ein Baurecht bekommen. Die Geschichte der Königsbrücker Straße, der Planung, würde im Prinzip jede Aktuelle Stunde, jeden Stadtratsabend sprengen. Nur ganz kurz so viel, die letzte Variante wurde in diesem Gremium hier 2016 beschlossen. Zuvor hatte Rot-Rot-Grün eine Variante im Prinzip erarbeiten lassen und hatte, weil auch da schon die Verwaltung relativ, mal sagen, bremsend unterwegs war, eine Lenkungsgruppe gegründet. Die Lenkungsgruppe hat es geschafft, binnen eines Jahres einen Entwurf festzuzurren, binnen eines weiteren Jahres auch diesen Entwurf zu beschließen. Und dann haben wir uns darauf verlassen, dass es funktioniert, und es funktioniert nicht. Die Situation ist für die Anlieger und für die Verkehrsteilnehmer katastrophal. Wie bitteschön soll dort im Prinzip jemand wohnen, wenn er im Prinzip den Lärm dieser Straße ausgesetzt ist, mit Kopfsteinpflaster, mit Verkehr, mit im Prinzip diesen ganzen Behinderungen, die dort bestehen? Wie sollen Gewerbetreibende ihr Geschäft planen, wenn sie nicht wissen, wann eine einschränkende Baumaßnahme stattfindet, die natürlich dann auch mit der Sperrung der Straße zu Einschränkungen stattfindet, wenn Laufkundschaft wegfällt? Zusätzlich hat sich noch die Sachsenenergie gemeldet, die eindringlich im Dezember darauf hingewiesen hat, dass auch die Trinkwasserleitungen unter der Straße marode sind. Das war die Wasserzuführung und Abführung zu einem Hochbehälter, auch über eine andere Leitung dargestellt werden kann. Aber die Trinkwasserversorgung dort im Bezirk keineswegs havariefrei zugesichert werden kann. Wir müssen also sehen, wie wir hier Druck machen, wie wir im Prinzip zu Baurecht kommen. Weitere Probleme bestehen darin, dass wir inzwischen eine in die Jahre gekommene Planung vertreten und verfechten müssen. Wir haben im Prinzip 2016 unter ganz anderen Vorzeichen geplant. Damals ging es darum, einen Kompromiss zu erzielen, dem möglichst viele folgen können. Es war niemand so richtig zufrieden mit der Straße. Das heißt, es war ein guter Kompromiss. Alle mussten Zugeständnisse machen. Aber wir haben inzwischen andere Verkehrsbelegungen. Wir planen unter Umständen auch eine Verkehrswende. Die Verkehrsbelegung hat sich geändert und auch die Erwartung an die Straße, Klimadiskussion, wie viel wollen wir eigentlich im Prinzip in Verkehrssysteme, in Verkehrsinfrastruktur investieren, hat sich geändert. Und was sich auch geändert hat, meine Damen und Herren, wir werden uns über andere Preisschilder unterhalten müssen. Auch das ist ein Aspekt, der uns, wo uns die Zeit wegläuft. Wir werden hier als Linke weiter Druck machen. Wir werden hier nicht locker lassen. Wir werden sehen, dass wir hier endlich zum Zuge kommen und sagen auch hier ganz deutlich, dass es mit uns keine weitere Variantendiskussion geben wird. Wenn diese Variante jetzt, die jetzt bei der Planfeststellung liegt, nicht umsetzbar ist, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir in, wenn wir sagen, nicht einschätzbaren, nicht definierbaren terminlichen Zeiträumen endlich auch zu einer Sanierung im Bestand kommen. Weil, wie gesagt, aus den genannten Gründen, es ist für die Verkehrsteilnehmer völlig unzumutbar, für die Anlieger ist es ein Damoklesschwert, wann die Bauarbeiten endlich kommen, und auch im Prinzip für die Öffentlichkeit ist es natürlich, muss man sagen, eine ziemlich witzige Situation oder eigentlich eine Blamage der öffentlichen Verwaltung, wenn sie es nicht schaffen, hier Planrecht zu schaffen.
Man muss sich das ja vorstellen, ja, die Politik hat im Prinzip zweimal ein Jahr gebraucht, die Planung hat 2 Jahre gebraucht und jetzt sind wir 4 Jahre lang in der Genehmigungsphase. Und wenn die Prüfung und Genehmigung länger dauert als die Planerstellung, dann ist irgendetwas faul. Und da müssen wir auch im Prinzip Finger in die Wunde legen. Das Weitere ist ja auch, dass die technischen Lösungen unter Umständen nicht mehr so sind, wie sie damals angenommen worden sind. Es ändern sich Vorschriften und bestürzenderweise haben wir ja im Prinzip inzwischen Informationen aus der Landesdirektion, dass auch die Stadtverwaltung nicht in der Form mitarbeitet, wie man das erwartet. Die Landesdirektion hat geltend gemacht über ihren stellvertretenden Sprecher, dass die Stadtverwaltung zuarbeiten nicht in der Form und in der Geschwindigkeit leistet, wie sie zu leisten sind, wie man das eigentlich erwartet würden. Also hier ist durchaus auch in unserem Verantwortungsbereich, in unserem Entscheidungsbereich Reserven da, die erschlossen werden müssen. Und auch im Prinzip das Planänderungen, da höre ich schon wieder um Planänderungen, es klingt auch schon wieder, als wenn wir dann unter Umständen eine zweite Offenlage gehen müssen. Und das ist das nächste Bestürzende, dass die Landesdirektion gesagt hat, es ist nicht abzuschätzen, wann die Termine, wann die Planfeststellung erfolgt, schnell ist und welche, wie haben Sie es genannt, welche Schritte in dem Planverfahren noch gegangen werden müssen. Insofern ist es alarmierend. Die aktuelle Stunde kommt einerseits zu spät, aber jetzt machen wir Druck und wir lassen nicht locker, bis wir zu einer Lösung gekommen sind. Und da bitten wir auch Sie alle um Unterstützung. Vielen Dank. So, und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt heute Fraktion Die Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Wissemann. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann Ihnen jetzt leider nicht das Bild zeigen der Verkehrsbelegung der Königsmutter Straße. Ich werde es dann beim nächsten Mal zeigen. Einige kennen es schon. Auf der Königsbrücker fuhren in den 90er Jahren an der Schauburg ungefähr 25.000 Autos vorbei. Vor Corona waren es noch 12.000 und jetzt sind es ungefähr 10.000. Die Bürgerinitiative misst jede Woche. Und bei königsbrücker-muss-leben.de kann man sich die Daten angucken. Die Stadtverwaltung hat das letzte Mal 2016 gemessen und bisher, Herr Kühn, weigert sich beharrlich, eine neue Messung durchzuführen. Aber ich sage Ihnen, es fahren nur noch ungefähr 12.000 Autos auf der Königsbrücker. Das ist nichts. Und dafür muss man die Königsbrücker nicht ausbauen. Sie haben ja eben vielleicht draußen gesehen, unsere Infomahnwache, wie breit die Königsbrücker werden würde auf 2/3 der Strecke, wenn wir die Pläne nicht ändern. Herr Würz hat schon gesagt, die Alternative, die es gibt, ist nur die Sanierung im Bestand, denn nur die geht ohne Planfeststellungsverfahren, die geht schnell. Und ich werde jetzt mit 4 Mythen oder ich sage auch mit 4 oft genannten Lügen aufräumen, und zwar anhand von Beispielen, die Sie alle kennen, warum also eine ohne Planfeststellung, eine Sanierung im Bestand, warum das geht. Mythos 1 ist, man kann in einer nicht planfestgestellten Variante, also in Sanierung im Bestand, kann man nicht die 3 Meter Spurbreite machen für die Bahn, das geht nicht. Gegenbeispiel, Bautzener Straße von der Martin-Luther-Straße bis zur Waldschlösschenbrücke und oben in Bühlau, Weißer Hirsch, kilometerlang
Bautzenstraße, Bautzenlandstraße, haben wir 2013 genau das gemacht. Sie wurde im Bestand saniert und die Schienen wurden auseinandergezogen. Mythos 2. Man kann bei 10 Meter Straße keine Radverkehrsanlagen anbringen. Fritz-Reuter-Straße 2010 im Bestand saniert, von der Hansastraße bis zur Liststraße, alles kein Problem. 10 Meter Breite, da fährt die Bahn, da fährt das Auto, daneben ist ein Radstreifen. Ist nicht ideal, aber zumindest es geht. Dritter Mythos, man kann im Bestand nicht barrierefreie Haltestellen herstellen. Planungsrechtlich stimmt diese Aussage, aber technisch gesehen stimmt sie nicht. Gehen Sie am Goldenen Reiter vorbei auf die Augustusbrücke, da ist rechts und links ist eine wunderschöne barrierefreie Haltestelle, angehobener Radweg, alles kein Problem. Und zum Schluss heißt es immer, in allen Varianten würden alle Bäume fallen. Das stimmt nicht. Der Satz muss richtig heißen, in allen bisher untersuchten Ausbauvarianten, die 4 Spuren 18 Meter breit den Hang da hochfahren lassen, müssen alle Bäume fallen. Das stimmt. Es ist aber noch nie eine Sanierung im Bestand geprüft, geplant, überhaupt nur angedacht worden. Und natürlich bleiben die Bäume dann stehen, genauso wie auf der Bautzener Straße zwischen Martin-Luther-Straße und der Waldschlösschenbrücke. Da stehen alle Bäume weiterhin. Ja? Und die Straße ist saniert. Meine Damen und Herren, als ich 2011 mit einigen Leuten die Bürgerinitiative Königsbrücker muss leben gegründet habe, habe ich mit vielen Leuten geredet. Ich habe unter anderem auch mit einer Person aus den Grünen geredet. Und ich mag euch Grüne. Ja, ich will euch helfen. So, und deswegen richten sich meine letzten Worte an die Basis und an die Stadträtin, die sozusagen einen Wandel im Kopf machen können. Damals habe ich diskutiert mit dieser Person, ich sage nicht männlich-weiblich, ich sage nicht, wer es ist, aber die hat jetzt heute einen relativ hohen Rang in der Partei. Diese Person hat mir gesagt, Martin, ich verstehe ja und teile alle deine Argumente, aber schau mal, es geht doch darum, dass hier in Dresden ein bauliches Großprojekt auch mal mit einer linken Mehrheit beschlossen wird. So. Diese Person ging 2011 davon aus, dass wenn man nur eine Variante beschließt, so, wenn die Grünen das beschließen, dann ist das ein Erfolg. Und das denken immer noch heute einige, dass wenn wir die Variante von 2016 bauen, dass das ein Erfolg wäre. Es ist aber kein Erfolg. Herr Würz hat schon gesagt, die Parameter haben sich grundlegend geändert. Der Benzinpreis schießt in die Decke, die Autozahlen gehen runter. Wir stehen vor einer Verkehrswende, wir wollen eine Verkehrswende machen. Wir sind wahrscheinlich jetzt in diesem März wieder im trockensten und heißesten März, den es jemals gab. So, und wollen wir in dieser Situation, wo sich die äußeren Parameter so geändert haben, wollen wir da wirklich 121, also alle außer einem, 121 Bäume fällen? Ich will das nicht. Ich plädiere schon ewig für eine Sanierung im Bestand und ich hoffe, dass in diesen Rat und in die Gesellschaft, dass schnell genug ein Wandel kommt, ich komme zum Schluss, dass wir dann auch eine Sanierung im Bestand angehen können. Dankeschön. Als Nächster für die Freien Wähler, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren hier im Saal bzw. zu Hause oder wie Herr Schulte-Wissermann immer sagt, im Stream. Wer die Königsbrücker, oder anders, jeder, der die Königsbrücker Straße befährt, egal ob mit Bahn oder Auto, stellt fest, dass diese sich in einem katastrophalen Zustand befindet und wir schnell handeln müssen. So der erste Bürgermeister Dirk Hilbert am 30. März 2011, also vor nahezu auf den Tag genau 10 Jahren. In einer Pressemitteilung Königsbrücker Straße, schnelles, aber sicheres Verfahren. Meine Damen und Herren, wenn man den Antrag der Linken liest, fühlt sich der eine oder andere an die unendliche Geschichte von Michael Ende erinnert. So geht es wahrscheinlich ganz vielen Dresdner, wenn sie an die Königsbrücker Straße denken müssen. Ich will aber heute nicht über Geschichten erzählen, sondern ich möchte ein paar historische Fakten benennen. Denn Fakten sind es, die auf der Königsbrücker Straße notwendig sind, keine Wahlkampfreden. In den letzten 20 Jahren hat sich einiges getan auf der Königsbrücker, zumindest
in der Berichterstattung über die Königsbrücker. 2001 gab es eine Pressemitteilung der Stadt. Die Königsbrücker Straße ist eine Straße für alle Dresdner. Oberbürgermeister Ingolf Rosberg, ich freue mich auf die Diskussion mit den Dresdnern um den Ausbau der Königsbrücker Straße. Der Stadtrat hat 2003 mit einer bürgerlichen Mehrheit beschlossen, der Stadtrat stimmt dem Ausbau der Königsbrücker Straße zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee zu und hebt damit übrigens den Beschluss von 2000 auf. Im November 2006 in der Verkehrsinfrastruktur werden 15 Millionen für die Königsbrücker Straße, davon allein 12 Millionen eingestellt, diese stehen immer noch im Haushalt. 2011 beschließt der Stadtrat eine geänderte Planung für die Königsbrücker Straße zur Herstellung der Förderfähigkeit im Abschnitt zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee. 2013 gibt es eine neue Mehrheit, Grüne, SPD, Linke Bürgerfraktion. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die bisherigen Ergebnisse aus der vom Stadtrat im Auftrag gegebenen Untersuchung dem Stadtrat bis 2013 vorzulegen. Vor der Beschlussfassung ist eine Einwohnerversammlung durchzuführen, folgt in dem nächsten Beschluss. Und dann dauert es noch ein Jahr, die Mehrheit ist immer noch gleich, Grün, SPD, Linke Bürgerfraktion. Der Stadtrat beauftragt die Oberbürgermeisterin mit einer neuen Planung und hebt den Beschluss von 2011 auf. 2014, nach der Kommunalwahl, gibt es eine Mehrheit von Linken, Grünen und SPD. Der Stadtrat hebt den Beschluss des Stadtrates zur Vorlage vom April 2014, Mehrheit war damals übrigens Linke, Grüne, SPD und Bürgerfraktion, auf und beauftragt eine neue Variante. Und 2017, Ihr Vorgänger, Herr Kühn, dem Antrag auf Planfeststellung zur Sanierung der Königsbrücker Straße hat er dann unterschrieben im Oktober und damit beginnt das formelle Genehmigungsverfahren bei der Landesdirektion. Das waren jetzt im schnellen Ritt knappe 20 Jahre Königsbrücker Straße. Und wenn jetzt jemand sagt, die Dresdner verlieren das Vertrauen in die Politik, dann kann man das voll und ganz nachvollziehen. Woran liegt das? Die Königsbrücker Straße entfaltet und die Beschlüsse zur Königsbrücker Straße entfalten einfach nie irgendeine Wirkung. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es eine ganz, ganz mystische, geheimnisvolle Farbenlehre gibt. Und zwar schwarz-gelb, rot-grün-rot, schwarz-rot, schwarz-rot-grün und noch andere ganz merkwürdige Kombinationen. Und jede dieser Kombinationen hat in irgendeiner Art und Weise zur Folge, egal was sich ändert, ob im Stadtrat die Mehrheiten sich ändern oder ob sich die Koalition auf Landesebene ändern, immer dann, wenn es zu einer neuen Farbenkombination kippt, dann passiert Folgendes. Die geltenden Beschlüsse zur Königsbrücker Straße werden einkassiert und es gibt eine neue Planung. Und das Bäumchen-Wechsel-Spiel gibt es schon seit gefühlten Ewigkeiten. 4 Oberbürgermeister und 4 Baubürgermeister, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und kein einziger hat der Königsbrücker Straße die Priorität zukommen lassen, die der Herr jetzt Oberbürgermeister, damals erster Oberbürgermeister Dirk Hilbert 2011 genannt hat. Irgendwie hat man immer andere Dinge gefunden, die wichtiger sind, die einfach im Licht der Politik gestrahlt haben. Zum Beispiel das Verwaltungszentrum. Das strahlt bald wahrscheinlich. Meine Damen und Herren, ich habe im Vorfeld gelesen und gehört, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist, Schatten oder Licht. Und die Königsbrücker Straße, übrigens die Zeilen stammen von Kontra K, die Königsbrücker Straße, die war immer der Schatten in der Politik. Und ich freue mich, dass die Linke diesen Antrag eingereicht hat, um aus dem Schatten etwas ins Licht zu rücken. Vielleicht sollten wir uns einfach im Stadtrat auch bemühen, etwas weniger Außenpolitik und mehr Kommunalpolitik zu machen, vor allen Dingen mehr Sachpolitik. Und dann die Dinge, die den Bürgern ganz wichtig sind, die unter den Nägeln oder unter den Rädern, egal ob es jetzt vom Auto oder vom Fahrrad ist, brennen, um diese Politik in den Vordergrund zu rücken. Deswegen meine Aufforderung an den Bürgermeister Kühn, bringen Sie bitte Licht in diese Angelegenheit und machen Sie Folgendes. Stellen Sie ganz offen und ehrlich dar, welche Varianten, auch die Variante im Bestand, Herr Schulte-Wissermann, auch diese Variante, was kosten die, wie schnell lassen die sich realisieren? Und dann legen Sie uns bitte dieses unverzüglich vor, sodass wir hier entscheiden können, dass wir schnellstmöglich und nicht schnell, sondern schnellstmöglich eine sanierte Königsbrücker Straße bekommen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion in der Fraktionsrunde die CDU-Fraktion, Herr Böhm.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Neuigkeitswert der Aktuellen Stunde war für mich bislang gleich null. Und an das anzuknüpfen, was der geschätzte Kollege Nitschi gesagt hat, er hat halt nur die falschen Rückschlüsse gezogen. Ich glaube, wir sollten wegkommen von dem Punkt, hier noch zigmal umzuplanen, sondern den Weg gehen. In der Richtung teile ich seine Auffassung nie. Eigentlich könnte man nach der Antragsberatung und Akteneinsicht die Aktuelle Stunde ziemlich kurz halten, weil es gibt nichts Neues. Landesdirektionen und Verwaltungen machen aus unserer Sicht ihren Job. Mag sein, dass man da noch Potenzial hat, aber im Großen und Ganzen machen sie ihren Job und haben sich in den letzten Jahren intensiv mit Einsprüchen diverser Organisationen, Unternehmen, Bürger und auch von Stadträten beschäftigt, haben diverse zusätzliche Gutachten eingeholt, haben sich intensiv mit jedem Baum und jeder Fledermaus beschäftigt. Corona-bedingt erfolgte der Erörterungstermin online und es liegen nun wieder die gleichen Einsprüche vor. Punkt. Leider ist es weder absehbar, ob die erhoffte Planfeststellung noch dieses Jahr oder erst nächstes Jahr erfolgt. Und es ist ebenfalls nicht absehbar, ob es Klagen dazu gibt und welche Auswirkungen diese auf den Sanierungsbeginn haben können. Allerdings liegen alle diese Punkte nicht in der Hand der Stadt und des Stadtrates. Nun wird diskutiert, ganz offen, ob man vielleicht eine Sanierung im Bestand eher erreichen könnte. Ja, diese Überlegung hatten wir auch schon mal, aber nach Aussage der Verwaltung ist wahrscheinlich auch bei einer Bestandssanierung eine Planfeststellung erforderlich und es werden wichtige Sanierungsziele wie beispielsweise ein gescheiter Rad- und Fußweg nicht erreicht und auch das Thema Fördermittel steht im Raum. Auch die Verkehrsbetriebe sind der Auffassung, da haben wir unlängst uns erkundigt, dass eine Sanierung im Bestand allein schon durch die Aufweitung der Gleise und die zukünftig breiteren Stadtbahnwagen zu Betroffenheiten führen können, welche eine Planfeststellung erfordern. In diesem Fall sehe ich das anders als das, was der Kollege Schulte-Wissemann gesagt hat. Ich glaube, es ist nicht so einfach, die Dinge aufeinander zu übertragen, sondern ein Stück weit müssen wir uns auf das verlassen, was Verwaltung und in dem Fall auch die DVB sagen. Die zur Planfeststellung vorgelegte Variante ist bekanntermaßen nicht unsere Vorzugsvariante gewesen. Die Mehrheit im Stadtrat hat damals diese Variante gewollt und nun muss diese auch umgesetzt werden. Es ist nicht sinnvoll, jetzt nach neuen Varianten zu suchen, weil sich dadurch die Sanierung auf unbestimmte Dauer verschieben wird. Denn neben der Rechtsunsicherheit, ob Planfeststellung erforderlich ist oder nicht, sind auch bei einer Bestandssanierung ohne bessere Rad- und Fußwege Einsprüche und Klagen nicht auszuschließen. Da mittlerweile jeder eine schnelle Sanierung fordert, sollte der bisherige Weg weiterverfolgt werden und alles für eine zeitnahe Sanierung getan werden. Und nun noch ein Wort an Umweltverbände und so manchen Stadtrat. Was hilft es ständig, von Umwelt, Klimaschutz, Verkehrs-, Energiewende und Beschleunigung von Bus und Bahn zu sprechen, wenn dann an so einem wichtigen Vorhaben blockiert wird? Und Fakt ist, gerade durch die Sanierung der Königsbrücker Straße könnten erhebliche Zeitgewinne für ÖPNV und Autoverkehr generiert werden. Von den Vorteilen Einsatz breiterer Stadtbahnwagen noch gar nicht gesprochen. Danke. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Ist das wirklich eine aktuelle Debatte? Schon in den 50er Jahren hat man eine Verbreiterung der Königsbrücker Straße diskutiert. Wir alle können froh sein, dass die Pläne des Generalverkehrsplans für Dresden von 1977 nicht umgesetzt wurden, genauso wenig wie die Schneisen der Planungen aus den 90er und 2000er Jahren. Und so ist die Königsbrücker Straße baulich sowohl sichtbar an der Oberfläche als auch unsichtbar unter der Erde in einem sehr schlechten Zustand. Weil kleine Reparaturen angesichts des jeweils kurz bevorstehenden ganz großen Wurfs nur im Notfall angegangen wurden, damit zum Beispiel die wichtigen Straßenbahnlinien 7 und 8 überhaupt weiter ihre gewohnte Strecke fahren können. Es gibt also tatsächlich einen aktuellen Handlungsbedarf, auch wenn das ein quasi andauernder Zustand ist. Zudem ist das förmliche Planfeststellungsverfahren inzwischen einige Schritte weitergekommen, sodass ein Baubeginn wieder in greifbare Nähe rückt. Was dort noch an Änderungen gefordert werden wird und was noch zu ändern sein wird, das kann hier und heute niemand wissen, auch nicht die Linke. Herr Zastrow hat hier mal über mich gesagt, ich sei so erfrischend ehrlich und das will ich jetzt auch sein. Die Planung für die Königsbrücker Straße
erzeugt bei mir doch wenigstens hochgezogene Augenbrauen. Selbst jetzt die als Kompromiss von 2016 im Raum stehende Planung atmet eben doch noch den Geist des unbegrenzt möglich scheinenden Wachstums. Der weltberühmte Bericht des Club of Rome ist Anfang des Monats übrigens reife 50 Jahre alt geworden. Wir haben uns für viele Millionen Euro die Waldschlößchenbrücke geleistet, die die Verkehrsströme aus dem Dresdner Norden abwickeln soll. Der überregionale Verkehr soll eigentlich gar nicht durchs Zentrum geleitet werden. Das wird aber passieren, wenn man eine auch für den Autoverkehr optimierte Planung umsetzt. Es geht hier nicht nur um das Ende 120 großer alter Bäume, Herr Schulte-Wissermann hat es gesagt, sondern auch um die Grundannahme, dass der Autoverkehr auf dieser Straße immer noch zunehmen wird, zunehmen kann und dass er zunehmen soll. Diese Prämissen sind aus meiner persönlichen Sicht schlecht gewählt und entsprechen nicht den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts an eine städtisch geprägte Hauptstraße in einem sehr belebten Stadtteil. Solche und noch sehr viel schlimmere Verkehrsplanungen haben mich motiviert, für den Stadtrat zu kandidieren. Ich engagiere mich für eine Mobilitätspolitik, die nicht die Spitzenstunde zum Totschlagargument gegen jeden Wandel macht, die Flächen umverteilt vom Auto zum Umweltverbund und die mithilfe von städtebaulichen Prämissen den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das 10-jährige Kind, das selbstständig zur Schule radelt, den Vater mit Kindergartenkind an der Hand und Baby im Kinderwagen, und auch diejenigen, die für ihre tägliche Arbeit freie Straßen brauchen. Die Alten, die mit dem Rollator über die Straße kommen wollen. Und da ist es beispielsweise ein erheblicher Unterschied, ob ich in Höhe der Forststraße jetzt gut 10 Meter von Bord zu Bord überqueren muss oder zukünftig fast doppelt so viel. Für ältere Menschen nimmt man eine Gehgeschwindigkeit von 0,6 Meter pro Sekunde an, bedeutet also eine Verlängerung von 17 auf 32 Sekunden, um über die Straße zu kommen. Wer normal gehen kann, braucht immerhin 19 statt 10 Sekunden. Die Liste meiner Bauchschmerzen ist noch deutlich länger, als meine Redezeit zulässt. Nun leben wir ja aber in einer Demokratie. Und das höchste Gut in der Demokratie ist der Kompromiss. An dieser Stelle ganz herzliche Soli-Grüße an alle Bündnisgrünen in Land und Bund. I feel you, wie man heute sagt. 2016 hat der Stadtrat einen Kompromiss gefunden und zudem steht meine Fraktion ganz klar. Denn wir müssen die unterirdische Infrastruktur modernisieren, wir müssen die Gleise für die neuen Stadtbahnwagen auseinanderrücken, wir brauchen barrierefreie Haltestellen und wir brauchen ordentliche Radverkehrsanlagen. Was wir nicht haben, ist ein modernes Planungsrecht, das uns erlauben würde, flexibel auf Anforderungen zu reagieren und die Straßen zu bauen, die wir wirklich haben wollen. Wenn es um große Infrastrukturprojekte geht, und die Königsbrücker Straße ist zweifelsohne so ein großes Projekt, liegt vieles einfach auch nicht in unserer städtischen Hand. Sollte sich im Zuge dieser Antragsberatung zur Sanierung im Bestand ergeben, dass eine in irgendeiner Weise realistische Möglichkeit besteht, eine bessere Königsbrücker Straße für Dresden zu gewinnen, was sich leider nicht abzeichnet, dann bin ich sofort dabei, das mitzutragen. Aber es holt auch mich persönlich an dieser Stelle die Realpolitik ein. Wir haben den Spatz in der Hand und wir haben eine Beschlusslage dieses Stadtrats. Und damit haben wir auch hoffentlich bald eine sanierte Hauptstraße. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Aktuelle Stunde zur Sanierung der Königsbrücker Straße. Was kann es im März 2022 Aktuelleres geben als ein Straßenbauvorhaben, das seinen Ursprung im Jahr 1994 hatte? Also worum soll es laut Antragsteller gehen? Die Linke möchte nach Jahrzehnten der Planung über Möglichkeiten sprechen, wie dieses Vorhaben beschleunigt werden könnte. Ein Vorhaben, welches nicht zuletzt durch die vielfachen Änderungswünsche derselben Fraktionen regelmäßig ausgebremst und verzögert wurde. Seit 2016 steht jetzt die Planung und durchläuft die notwendigen und langwierigen Instanzen des Planungsfeststellungsverfahrens, welches ebenfalls mit freundlicher Unterstützung der Linken und Hunderten von Eingaben teilweise mit identischem Wortlaut verzögert wurde. Verzögert, da all diese Eingaben individuell beantwortet werden mussten. Natürlich hat das Zeit in Anspruch genommen. Jetzt, nachdem die Beantwortung aller Eingaben fast fertig abgeschlossen ist, kommen die Mitverursacher dieser Verzögerung und bemängeln in einer Aktuellen Stunde, dass alles viel zu lange dauern würde.
Meiner Meinung nach kommt diese Aktuelle Stunde eine Woche zu früh. Für den 1. April wäre sie wesentlich besser geeignet gewesen. Dass es sich hier um einen schlechten Scherz der linken Fraktion handeln muss, lässt sich auch daran erkennen, dass es gerade Sie sind, die immer besonders laut nach Verbesserungen für den ÖPNV in Dresden rufen. Gerade die DVB braucht den Neubau der Königsbrücker Straße am dringendsten. Nur so können Haltestellen behindertengerecht ausgebaut werden, die Fahrzeit der Linie 7 und 8 verringert werden und Attraktivität des ÖPNV auf der Königsbrücker im Allgemeinen gesteigert werden. All das sind Ziele, von denen die Linken sonst immer besonders vehement, gefordert werden, wenn es um allgemeine Attitüden geht. Jetzt, wo man sie konkret an der Königsbrücker Straße zur Umsetzung bringen könnte, scheinen die Linken ihre eigenen Worte vergessen zu haben. Eine Sanierung im Bestand, so wie sie hier gefordert ist, war schon bei den ersten Planungen keine Option und wurde auch im Zuge der zahlreichen Umplanungen nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Insofern stellt sich die Frage, warum es jetzt plötzlich der Königsweg sein soll. Jetzt, wo alle der rund 3000 Eingaben geprüft sind und wir lediglich vor der Frage stehen, ob wir den Erörterungstermin digital oder vielleicht sogar in Präsenz stattfinden lassen können, ist dieser Vorschlag kein Beitrag mehr zur Beschleunigung. Im Gegenteil, jetzt mit einer Planung in eine Bestandssanierung zu beginnen, bindet Ressourcen in der Stadtverwaltung und würde höchstwahrscheinlich zu weiteren Verzögerungen führen. Es ist nach Jahrzehnten Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wir sind auf den letzten 100 Metern eines Marathons. Da bleibt man nicht stehen. Man kehrt auch nicht um oder biegt nochmal ab. Man läuft einfach nur noch durchs Ziel. Zum jetzigen Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen, die die 27 Jahre Planung obsolet machen, wäre ein fatales Signal an die Stadtgesellschaft. Nach dem Königsufer wäre es dann ein weiterer Fall, in dem der Stadtrat 100.000 Euro an Steuergelder für Planungen in die Tonne wirft. Dem können wir einfach nicht zustimmen. Auch eine Sanierung im Bestand würde eine neue Planung erfordern, die Zeit braucht. Unter Umständen vielleicht sogar mehr Zeit, als noch bis zum Planfeststellungsbeschluss vergehen werden. Eine Sanierung im Bestand hätte genauso zur Folge, dass der Baumbestand in weiten Teilen nicht erhalten werden kann und eine Sanierung im Bestand trägt nicht dazu bei, bestehende Dysfunktionalitäten in den Straßenseitenräumen, insbesondere zwischen Bischofsweg und Stauffenbergallee, aufzulösen. Im Gegenteil, sie würden damit für Jahrzehnte zementiert. Die ausgewählte Variante 8.7, welche mit der Planfeststellung zur Umsetzung kommen soll, ist ein guter Kompromiss, der auch zeitgemäß ist und die Interessen aller Verkehrsteilnehmer ganz gut austariert. Eine Sanierung im Bestand kann diesen Ausgleich nicht schaffen. Der Weg muss es jetzt sein, in einem letzten Kraftakt die vorliegenden Eingaben insoweit in die Planung einfließen zu lassen, dass die Interessen aller Verkehrsteilnehmer und insbesondere die Interessen der Anwohner angemessen berücksichtigt werden. Wenn auch die Linken sich bei der Einarbeitung sinnvoller Eingaben in die bestehenden Planungen konstruktiv beteiligen, bin ich zuversichtlich, dass der Baustart noch in dieser Legislatur erfolgen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt nochmal alles auf Null zu stellen, nur um die Königsbrücker Straße noch weitere Jahre als Wahlkampfthema auf der stadtpolitischen Herdplatte zu halten, ist nicht konstruktiv. Unsere Fraktion befürwortet daher, den geplanten Entwurf weiter zu verfolgen und setzt sich dafür ein, den bestehenden Kurs beizubehalten. Ein heute Hü, morgen Hot, wie es in dieser Aktuellen Stunde angeregt wird, hilft niemandem weiter. Vielen Dank. Als nächste Fraktion ist die SPD-Fraktion mit Herrn Engländer. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist legitim, diese Debatte hier zu führen. Sie klingt ja auch auf den ersten Blick ganz nett. Ja, wir sanieren die Straße einfach so und dann haben wir es geklärt. Aber aus meiner Sicht ist es etwas zu unterkomplex. Natürlich, das komplette Verfahren bei der Planfeststellung für die Königsbrücker Straße dauert viel zu lange. Wer da aber in erster Linie oder überwiegend die Stadt adressiert, der liegt aus meiner Sicht nicht so ganz richtig. Das hängt, zumindest meinem Eindruck nach, maßgeblich mit den Personalressourcen einer Landesdirektion zusammen, der Frage, wie schnell dort tatsächlich Sachen auch vorangetrieben werden. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss. Und ich würde tatsächlich auch Herrn Kühn dann vielleicht nochmal bitten, auch für die Verwaltung zum derzeitigen Stand des Planfeststellungsverfahrens auch Stellung zu nehmen, weil ich glaube, das würde dieser Debatte auch gut tun. Der Ansatz, der hier von Herrn Schulte-Wissermann aufgezeichnet wurde, überzeugt unsere Fraktion nicht. Zum einen stelle ich mir wirklich die Frage, leistet dieser Schritt, dieses Zurückfallen auf eine Bestandssanierung, wirklich einen Beitrag zur Beschleunigung des Verfahrens? Auch so etwas muss ja geplant werden, auch sowas muss ja mit entsprechenden Fakten auch untersetzt werden. Wir wissen alle, die im Bauausschuss schon mal etwas länger auch unterwegs sind, wissen, wie zäh es ist, Planungen durchzubekommen in dieser Verwaltung. Das liegt nicht am fehlenden Willen, das liegt einfach an den Ressourcen und an der Schwierigkeit, die so manches Verfahren mit sich bringt. Ich glaube tatsächlich nicht,
dass da eine Bestandssanierung eine sinnvolle Lösung ist. Und ich stelle mir tatsächlich auch die Frage, ob man auf einige der Qualitätsverbesserungen der jetzt beschlossenen Variante wirklich verzichten möchte. Ich möchte das tatsächlich mal am Thema Radverkehr auch ein bisschen durchdeklinieren. Die Königsbrücker Straße hat in weiten Teilen eine Breite von 10 Metern ziemlich genau zwischen den Borden. Die DVB verlangen bei einem, sagen wir mal so, erweiterten Gleismittenabstand 6,50 Meter. Das ist so das Standardmaß. Sprich, es bleiben noch 3,5 Meter übrig, die wir dann dem Radverkehr rechts und links zugestehen. Das ist nach heutigen Maßstäben nicht mehr ausreichend, um einen normalen Radfahrstreifen zu etablieren. Da geht maximal noch ein Radschutzstreifen. Und ja, das Beispiel Fritz-Reuter-Straße ist schön. Nicht ohne Grund hat Herr Kühn bei den Radverkehrsmaßnahmen 2022 jetzt mehrfach die Fritz-Reuter-Straße drinstehen, weil die Radverkehrsanlage eben den heutigen Standards nicht genügt. Da wurde nämlich keine gute Variante im Ergebnis gebaut. Das muss man sich, glaube ich, ab und zu auch mal klar werden. Und ich möchte tatsächlich auch mal hinsichtlich der Straßenbahn über Verkehrsstärken sprechen. Wir hören hier immer so 10.000 Autos, ja, aber wir sollten vielleicht auch mal über die 23.000 Fahrgäste sprechen, die Höhe Luisenstraße, die Linien 7 und 8 Tag für Tag auch nutzen. Auch die muss man natürlich in so einer Planung berücksichtigen. Das ist der stärkste Ast im Dresdner DVB-Netz außerhalb des Innenstadtkerns. Nicht ohne Grund überlegen ja die Dresdner Verkehrsbetriebe, da vielleicht perspektivisch noch eine dritte Linie auch lang zu führen. Und auch das muss man natürlich bei der verkehrlichen Abwicklung auf so einer Straße entsprechend berücksichtigen. Denn um was geht es denn am Ende, wenn wir darüber sprechen, es schmaler zu machen? Was ja ein hehres Ziel auch sein kann. Wir sprechen in erster Linie darüber, ob die Straßenbahn in gewissen Abschnitten ein eigenes Gleisbett bekommt oder ob sie kein eigenes Gleisbett bekommt. Es geht ja nicht darum, dass wir hier auf 4 Spuren die Autos durchfahren lassen, sondern es geht insbesondere darum, ob wir am Albertplatz und oben an der Stauffenbergallee einen entsprechenden Knotenvorlauf haben, wo der ÖPNV tatsächlich auch vernünftig durchkommt, wo er tatsächlich auch die Geschwindigkeit erreicht, die wir ihm ja eigentlich auch alle wünschen. Wir diskutieren ja mal sehr, sehr kontrovers über Kostenentwicklung bei den Dresdner Verkehrsbetrieben. Aus Sicht unserer Fraktion sollte man tatsächlich dieses komplette Fass nicht wieder aufmachen. Wir alle wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse in diesem Stadtrat ist. Wir alle wissen, wie Diskussionen hier auch laufen. Ich habe tatsächlich ein Stück weit auch die Befürchtung, dass wir uns ganz, ganz massiv verzetteln, dass wir am Ende hier im Zweifelsfall mit gar nichts dastehen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir die Verwaltung bestmöglich dabei unterstützen, Baurecht schnell zu schaffen und dass wir tatsächlich uns dann auch den weiteren verkehrspolitischen Fragen auch zuwenden, denn da gibt es in Dresden noch mehr als genug. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, jetzt hast du für die FDP. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Oberbürgermeister, kann ich das ja nochmal zusammenfassen? Aber eine never-ending Story als aktuelle Debatte aufzurufen, das ist schon irgendwie drollig. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich meine 2019 genau zu diesem Thema gehängten Wahlplakate 2024 wieder aufhängen kann. Natürlich ganz nachhaltig, wie ich das mache, schön wie Johannes Licht hier auf Pappe geklebt. Ich habe noch welche da, also ich kann dir welche leihen. Ich habe da noch genug. Aber ich befürchte, dass es sein muss. Es ist tatsächlich unbegreiflich, wie lange in diesem Land Planungsverfahren dauern. Das ist kein Zustand mehr. Und ich glaube, das ist ein viel größerer Schaden auch für unsere Demokratie, als sich der ein oder andere hier vorstellt. Wir reden über viele andere Auswüchse, die es so auch in unserer Stadt gibt. Die Wahrheit ist aber, dass wenn wir über was streiten und dann irgendwann einen Kompromiss finden, dann muss das irgendwie aber auch passieren. Wenn es nicht passiert, dann passiert das, was jetzt passiert. Und das sehen Sie selbst bei mir persönlich. Ich soll mich zu etwas bekennen, was wir nach langen Diskussionen und ewigen Hin und Her vor 6 Jahren beschlossen haben und was dann wahrscheinlich, vielleicht wenn es schnell geht, in den nächsten 6 Jahren fertig sein wird. Das ist nur dummerweise dann, und das weiß ich schon heute, nicht mehr Stand der Technik. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert und sie ändern sich mittlerweile, wie wir alle wissen, durch ganz verschiedene Einflüsse, auch viel schneller, als das früher manchmal gewesen ist. Und ich tue mich, und deswegen bin ich der Initiative durchaus dankbar, auch sehr schwer,
den Wissensstand, den ich damals hatte, zu konservieren und heute stur bei meiner Position zu bleiben, obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass es heute eine andere Lösung für die Königsbrücker Straße braucht. Und das sage ich als Autofahrer, der mit dem Auto unterwegs ist. Denn wir haben eine andere Situation, denn das, was wir mit der Walschischen Brücke uns erkämpft haben und Gott sei Dank sie auch gebaut haben, hat ja einen Effekt. Er hat die Verkehrsströme in Dresden anders geleitet. Wir haben jetzt das Problem im Dresdner Norden. Wir müssten eigentlich viel mehr uns um die Königsbrücker Straße Nord kümmern, wo die Anbindung auch in die Industrie, zu den Industriegebieten ist, wo die Arbeitsplätze dieser Stadt ja jetzt schon sind, in Zukunft wahrscheinlich noch mehr dazukommen. Das ist der spannende Bereich. Der Knotenpunkt, Stauffenbergallee, Riesenproblem jetzt auch mit dem, was die DVB dort macht, mit der Schule. Katastrophe, wir haben den Knotenpunkt, trotzdem noch keine Lösung dafür. Den müssen wir ganz dringend machen. Wir müssen auch die Stauffenbergallee mal gerne im Bestand fertig sanieren und auch den Verkehrszug Waldschlösschen Brücke mal über den Fetscherplatz hinausziehen. Erst dann ist er nämlich wirklich fertig. Das müssen wir machen. Das ist alles viel, viel dringender nötig, als das Stück Königsbrücker Straße bis zum Alberplatz zu machen. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das hat sich verändert. Jeden, den ich bei mir im Norden frage, und die Leute pendeln hier rein, wissen Sie, was die sagen? Die sagen alle nur noch eins. Baut irgendwas, aber baut. Irgendwas. Keiner besteht mehr auf die Variante, die wir vor vielen Jahren diskutiert haben. Jeder, außer ich mit meinem Pickup, fährt mit seinem Auto auf den Schienen. Ich ertrage die Holperpiste. Ist ja fast ein LKW. Aber alle anderen fahren auf der Schiene. Warum machen wir an der Stelle nicht das, was sonst die Straßenbauverwaltung mittlerweile überall vorschlägt, nämlich, dass sich die Bahn und der Individualverkehr eine Spur teilen? In der Praxis an der Katharinenstraße haben wir sowieso wieder nur eine Spur. Das heißt, dort kommen die Autofahrer drüber. Und die Lebenswirklichkeit ist ja im Vergleich von vor 6 Jahren an einer Stelle auch anders geworden. Wir haben viel mehr Radverkehr. Das ist so. Das wächst. Darum müssen wir uns kümmern, ganz eindeutig. Wir haben aber auch viel mehr Lieferverkehr. Und egal, wo du in dieser Stadt fährst, irgendwo rechts steht immer so ein Lieferauto. Die Bautzner Straße fährst du immer auf den Schienen, weil rechts immer irgendwas steht. Und das wird auf der Königsbrücker Straße, wo ja Menschen wohnen, auch so sein. Das heißt, wir fahren alle auf die Gleise rüber. Das wird so sein. So, das kann ich zur Kenntnis nehmen oder ich kann stur weitermachen. Natürlich, niemand von uns will das Verfahren jetzt aufhalten. Auch ich scheue mich, deswegen ist das hier nur ein Gedanke in dem Moment noch. Kann aber noch reifen, will ich klar sagen. Weil es alles zu stoppen und auf Null zurückzudrehen, ist ganz schwierig. Auch wenn ich sagen muss, mir blutet das Herz, wenn ich die Bäume vom MDR wegnehmen soll. Ernsthaft, das ist stadtteilprägend. Die sind groß und die sind schön und die alle umzusägen, nee, also da muss mir was einfallen. Den Radweg brauchen wir, man könnte ihn noch anders legen, ich glaube, es gäbe kreative Möglichkeiten, Dammweg und so, aber selbst dort, wie es Kollege Schulte-Wissemann gesagt hat, gibt es eine Möglichkeit, ein guter Kompromiss, den man machen könnte. Ich will trotzdem das Fass nicht komplett wieder aufmachen, aber ich habe eine Bedingung, sonst mache ich es auf. Entweder wir kriegen sofort in ganz kurzer Zeit eine Bauperspektive und eine realistische Einschätzung, wann dort Spatenstich ist und wie man auch als Verwaltung mit den sich abzeichnenden Klagen umgeht und eine Risikoabwägung, was auf uns zukommt. Wenn das nämlich zu dem Ergebnis führt, dass wir uns unter Umständen tatsächlich im nächsten Wahlkampf wieder treffen und ich meine Plakate nochmal rausholen muss, dann muss ich sagen, na dann können wir uns auch nochmal neue Gedanken machen und dann bauen wir einen Bestand. Vielen Dank. Soweit die Fraktionsrunde und jetzt zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die Verwaltung, Herr Kühn. Ja, meine Damen und Herren, ich will Ihnen vielleicht zunächst erstmal den Stand des Planfeststellungsverfahrens übermitteln. Sie haben ja mit Datum vom 22. März, also die Mitglieder des Bauausschusses, ja auch nochmal eine schriftliche Information bekommen. Es fand eine Online-Konsultation statt bis Ende Januar aufgrund der pandemischen Situation. Kein klassischer Erörterungstermin zum Thema der Personalkapazitäten bei der Landesdirektion haben verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingewiesen. Das Planungssicherstellungsgesetz ermöglicht diese Online-Konsultation, habe ich noch selber als Bundestagsabgeordneter am 20. Mai mitbeschlossen. Nun, es hat dann nochmal gedauert, bis dann auch diese Veranstaltung
stattgefunden hat. Es gab im Ergebnis 23 private Einwendungen oder Stellungnahmen und 9 von Trägern öffentlicher Belange. Das ist dann so, dass diese Stellungnahmen an die Landeshauptstadt zur Erwiderung gehen. Davon haben wir 90% abgearbeitet, sind soweit durch. Diese Erwiderung prüft die Landesdirektion und entscheidet dann, ob es eventuell Tekturen geben muss. Eine Tektur will ich nennen, die wird es geben, weil man die berühmte Flatterulme erhalten will. Das ist bekanntlich der Baum des Jahres 2019. Die Entscheidung über die Tekturen trifft die Landesdirektion und wir haben im Moment da auch keine Terminkette, die wir nennen können, weil wir nicht Herr des Verfahrens sind. Natürlich wird hier auf Basisstand der Technik geplant. Die aktuelle Verkehrsprognose 2035 wird berücksichtigt. Genauso, was angesprochen wurde, das Thema Lieferverkehr. Bei der Ausbauplanung wird es dann eben auch Lieferzonen geben, dass eben nie das passiert, was angesprochen wurde, dass dann auf den Gleisen Lieferfahrzeuge stehen, sondern dass es bei der Planung berücksichtigt. Die Strecke ist für die neue Stadtbahn entscheidend und deshalb braucht es den breiteren Achsabstand. Und das Auseinanderziehen der Gleise führt zu Lärmbetroffenheiten und deshalb sind wir nach dem geltenden Recht immer in einem Planverfahren drin. Das ist Fakt, das kann man mit dem derzeitigen geltenden Rechtsrahmen nicht anders lösen. Ja, barrierefreie Haltestellen kann man ohne Planrecht bauen, aber da wir für die barrierefreien Haltestellen eben die Gleise auch auseinanderziehen müssen, ist man wieder in der Lärmbetroffenheit und ist man wieder in einem Planverfahren. Angesprochen worden sind als weiteres Planungsziel die Radverkehrsanlagen. Die Radverkehrsanlagen, die als Beispiel genannt wurden, auf der Fritz-Reuter-Straße war es, glaube ich, sind Angebotsstreifen, die im klassischen Sinne eigentlich keine Radverkehrsanlagen sind. Und dort haben wir auch einen Bereich, wo wir Probleme mit dem Thema Doring haben. Also das ist der Konflikt öffnende Autotüren und Radverkehr. Und wer sich die Planung zur Königsburger Straße angeguckt hat, wird feststellen, dass wir dort in einer ganz anderen Qualität Radverkehrsanlagen unterbringen. Die Verkehrsbelegung haben wir in dem Schreiben an die Bausschussmitglieder nochmal übermittelt. Im Moment ist es so, dass natürlich diese Zahlen pandemiebedingt nur bedingt aussagekräftig sind. Aber entscheidend ist nicht allein die Verkehrsbelegung, sondern die Frage der Knoten, also der Kreuzungen. Und Sie kennen alle die Situation, die Komplexität des Albertplatzes und Sie kennen alle die Komplexität, ist angesprochen worden, der Stauffenbergallee. Und das ist sozusagen die planerische Herausforderung, nicht die alleinige Zahl der Fahrzeuge auf der Straße, auf der Königsburger Straße, sondern eben auch die anderen Verkehrsströme an diesen Kreuzungen. Deshalb ist das planerisch berücksichtigt worden. Dort gibt es halt eine separate Kfz-Spur, auch deshalb, damit die Straßenbahnen eben nicht im Stau stehen. In dem mittleren Teil, der für das Stadtteilzentrum relevant ist, also zwischen Luisenstraße und Bischofsweg, findet Mischverkehr statt. Das heißt, Straße und Kfz-Verkehr teilen sich die Fahrbahn, um dort eben eine höhere Aufenthaltsqualität im Stadtteilzentrum zu erzeugen. Eine Sanierung im Bestand würde mindestens 2 Jahre planerischen Vorlauf bedeuten. Wir sind ja gerade dabei, vorzubereiten, das Thema Bestandssanierung, Deckentausch, Stauffenbergallee. Auch da kann ich Ihnen sagen, dass das auch von den erforderlichen Planungen eine Herausforderung ist, sodass auch nicht von morgen dann an gebaut werden kann. Auch da müssen wir noch über die Finanzierung gemeinsam reden. Eine Sanierung Bestand wäre eine grundhafte Sanierung, kostet nach derzeitigen Schätzungen 23 Millionen Euro. Dafür gibt es weder Fördermittel für den Straßenbau, also sprich für uns als Landeshauptstadt, noch Fördermittel für die Dresdner Verkehrsbetriebe. Das wäre dann sozusagen komplett allein zu bezahlen, während wir für den Ausbau, so wie jetzt in der Planfeststellung ist, eben Fördermittel bekommen, sowohl die DVB als auch wir. Angesprochen wurde die Kritik der Landesdirektion. Die Landesdirektion wird nochmal öffentlich deutlich machen, dass es sich hier um Fake News handelt. Das kann ich auch so klar sagen. Wir haben enge und gute Zusammenarbeit mit der Landesdirektion. Hier gibt es überhaupt keine Beschwerden und das wird die Landesdirektion auch nochmal
öffentlich klarstellen. Zum Thema Bäume ist zu sagen, dass wenn man sich die Vitalität der Bäume anguckt und die Lage in unmittelbarer Nähe zum Straßenraum, ist auch klar, dass bei Sanierung Bestand, die ja auch grundhaft wäre, wenn man an die Leitungsinfrastruktur ran muss, angesichts der derzeitigen Vitalität der Bäume und der Nähe sozusagen zu den Borden, auch nicht damit zu rechnen ist, dass alle Bäume gehalten werden können. Summa summarum gehen wir davon aus, dass wir mit der Landesdirektion in guter Zusammenarbeit die noch anstehenden Tekturen, die letzten Erwiderungen zu den Stellungnahmen aus der Online-Koordination abarbeiten können und dass wir dann Planrecht bekommen. Und wer sich mit dem Thema Planrecht auseinandersetzt, wird wissen, bei anderen, zum Beispiel Brückenbauwerken, dass Klagen auch meistens keine aufschiebende Wirkung haben, wir also auch da hier in die Umsetzung weitergehen können. Soweit zur ersten aktuellen.